Wir werden nun die Beschriftung erzeugen. Auch das Mauserad nutzen. Stellen Sie sich ungefähr mit dem Fadenkreuz dorthin, wo das Zentrum Ihre Vergrößerung und Verkleinerung. Das Bild verkleinert haben, wählen Sie dann aus dem Beschriftenbereich der Action Bar Ihre Vermaßungs- und Beschriftungswerkzeuge aus. Wir nutzen hier das Werkzeug Beschriften horizontal. Dann klicken wir an eine Stelle etwas oberhalb des Tisches, circa hier. Das Texteingeben-Menü erscheint, in welchem wir unter anderem den Schriftsatz einstellen können. Hier wird weiter unten Arial genutzt mit einer Schrifthöhe von 4 mm. Dann schreiben Sie den Text Tisch 80 x 110. Wenn der Text in Bezug zum Tisch zu groß ist, können Sie diesen nochmal markieren und auf eine Schrifthöhe von 2 mm einstellen. Dann geht's auf OK. Der Text ist damit fertiggestellt.